An dieser Stelle wollen wir uns das Selektionstool, also das Auswahlwerkzeug, anschauen. Es ist ganz oben in der Menüleiste unter diesem wie ein S geformten Band zu finden. Und wenn ich da drauf tippe, dann erscheinen mir sofort sehr viele Möglichkeiten. Also zunächst einmal kann ich auswählen, ob ich automatisch, Freihand, ein Rechteck oder eine Ellipse auswählen möchte. Automatisch bedeutet, dass automatisch die Pixel gewählt werden, die dem angetippten Pixel ähnlich sind. Also wenn ich drauf tippe, jetzt hier auf dieses Blau, dann wird erstmal fast nichts ausgewählt, man sieht es kaum. Weil das ein importiertes JPEG-Bild ist, sind die Pixel hier jeweils anders gefärbt. Also man sieht es sehr leicht, aber man sieht, dass hier dieses Pixel anders gefärbt ist als alle anderen Pixel. Das heißt, wenn ich automatisch ausgewählt habe und auf einen Bildpunkt tippe, dann wird genau dieser Bildpunkt ausgewählt. Ich kann aber den Grenzwert ändern, der bestimmt, wie ähnlich die umgebenden Pixel sein müssen, damit sie mit ausgewählt werden. Das heißt, bei 0% muss der benachbarte Pixel identisch sein, damit er mit ausgewählt wird. Wenn ich diesen Prozentwert erhöhen möchte, tippe ich also auf das Bild, was ich auswählen möchte, und schiebe jetzt den Pencil ein Stück nach rechts. Und ganz oben kann ich sehen, dass nun die Auswahlgrenze erhöht wird. Und je höher ich die Auswahlgrenze setze, desto mehr Pixel werden in der Umgebung mit ausgewählt, denn die ganzen Pixel, die jetzt ausgewählt sind, sind sehr ähnlich zu dem Pixel, das ich da ursprünglich angetippt habe. Ich verkleinere das Bild jetzt wieder. Und jetzt setze ich meine Auswahlgrenze mal relativ hoch. Und du kannst sehen, dass ich auf diese Art und Weise den ganzen Himmel ganz gut auswählen kann. Und wo ich aufpassen muss, ist natürlich dieser Rand hier von den Flügeln des Vogels. Ich möchte nicht den ganzen Flügel mitnehmen, aber ich möchte auch keinen blauen Rand behalten. Das heißt, hier ist es ein bisschen schwierig, wirklich exakt genau das auszuwählen, was ich haben möchte. Es ist aber auf jeden Fall ein Tool, was mir meine Auswahl sehr beschleunigt. Ich kann die Auswahl umkehren, indem ich hier auf dieses Icon tippe. Zur Auswahl hinzufügen und aus Auswahl entfernen haben hier keinen Sinn, denn immer wenn ich tippe, füge ich automatisch zur aktuellen Auswahl etwas hinzu. Entfernen kann ich hier eigentlich gar nichts. Inhalt duplizieren ist, glaube ich, selbsterklärend. Also wenn ich jetzt, ich wähle mal alles aus, sage Inhalt duplizieren. Und nun habe ich eine neue Ebene, die eben genau das gleiche enthält, was eben auch ausgewählt war. Weiche Kanten habe ich bei diesem Bild sowieso. Ich zeige es trotzdem nochmal. Mit einer Auswahlgrenze hier von 7 habe ich ziemlich viel Blau um den Flügel herum. Jetzt kann ich die Stärke der weichen Kante hier noch ein bisschen verändern. Und dann sind eben nicht einzelne Pixel gewählt, sondern ich bekomme einen Verlauf sozusagen. Auswahl aufheben, ganz rechts, macht das Ganze wieder rückgängig. Hier kann ich also von vorne anfangen. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Freihand. Freihand bedeutet, dass ich den Bereich einkreise, den ich auswählen möchte. Jedes Mal, wenn ich einen Bereich einrahme mit meinem Stift, wird er zu der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Ausgewählt ist das, was nicht durch diese grauen Streifen hier ausgegraut ist. Weiche Kante setze ich jetzt mal auf 0, damit man das wirklich gut sieht. Also, das, was jetzt hier durch diese wandernden Streifen überdeckt ist, ist nicht ausgewählt. Ausgewählt ist das, was noch gut zu sehen ist. Und ich kann nicht nur Kreise oder irgendwelche Ellipsen zeichnen, sondern ich kann auch ganz gerade Linien ziehen, indem ich einfach nur tippe. Dann werden die Punkte automatisch verbunden. Und hier kann ich auch etwas aus der Auswahl entfernen. Und zwar darf ich dazu diese Umrandung nicht ganz schließen, sondern muss stattdessen auf aus Auswahl entfernen tippen. Wenn ich jetzt tippe, dann sieht man diese Streifen, das heißt, ich habe diesen Teil des Bildes aus der Auswahl entfernt. Inhalt duplizieren verhält sich genauso wie bei Modus automatisch, weiche Kanten ebenso adäquat. Und Auswahl aufheben bedeutet natürlich, die ganze Wählerei wieder rückgängig zu machen. An dieser Stelle ein Quick
Quick-Tipp, wenn ich die Auswahl jetzt irgendwie verlasse, weil ich weiterarbeite und andere Dinge tun möchte, aber doch wieder zu dieser Auswahl zurückkommen möchte, ohne alles wieder von vorne auswählen zu müssen, dann kann ich lange auf dieses Werkzeug tippen und dann wird die Maske neu geladen. Das heißt, meine Selektion, die ich beim letzten Mal getätigt habe, ist jetzt wieder da und ich muss nicht von vorne anfangen. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Modus. Rechteck. Unten sind die ganzen Optionen unverändert. Was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt ein Rechteck aufziehe. Und bei der Ellipse, kannst es dir wahrscheinlich schon denken, kann ich einen Kreis oder eine Ellipse machen. Wenn ich den Kreis perfekt haben will, also nicht elliptisch, sondern wirklich kreisförmig, dann muss ich zusätzlich mit dem Finger auf den Bildschirm tippen und das wird exakt kreisförmig.